Der Gotthard ist kein Berg, sondern ein Gebirgsmassiv. Dahinter liegt eine andere Welt. Der Sankt Gotthard ist auch ein Pass. Ja, Gotthard ist ein Symbol für die Schweizer, war ein Symbol vor mehr als 100 Jahren. Mich selber hat die Geschichte des Sankt Gotthards immer eigentlich fasziniert. Durch den Gotthardtunnel mit 125 Stundenkilometern. Es ist schon etwas Besonderes. Es ist im Mittel der Alpen und es ist einfach das Herz der Schweiz und vielleicht auch das Herz Europas. Die Einmaligkeit des Gotthardmassivs liegt in seiner zentralen Lage. Wenn das die Schweiz ist und dann etwa hier Rom, Mailand von mir aus, München, Frankfurt, damit man sieht, liegt das Gotthardmassiv im Herzen der Schweiz. Es liegt aber auch im Herzen Europas oder ist sogar die Trennung Europas. Das Gotthardmassiv erstreckt sich von Osten nach Westen und hier entspringen die großen Flüsse, zum Beispiel die Rhone, der Rhein, der Ticino oder die Reuss. Es ist aber auch die Wetterscheide Europas oder überhaupt die Trennung der Sprachen Italienisch, Französisch, Deutsch, Romanisch. In den Sagen der Völker sind Berge oft heilige Orte, ihre wolkenverhangenen Höhen von Göttern und Dämonen bewohnt. Nur widerwillig und ängstlich verlassen die Menschen die Tallinie, die Grenze von Leben und Tod, wie sie glauben. Bei Tagesanbruch beschwört der Gotthard das Urbild vom Mythos Berg. Vom Gotthard kommend durchfließt die Reuss den Vierwaldstätter See und verlässt ihn bei Luzern in nordwestlicher Richtung. Die malerische Stadt gehört zu den touristischen Perlen der Schweiz. Viel besucht, oft beschrieben und gemalt, noch mehr fotografiert. Als die berühmte Kapellenbrücke 1993 abbrannte, wurde sie in Rekordzeit wieder aufgebaut. Luzern ist eine weltweit bekannte Schönheit und das nicht erst seit gestern. Seit Jahrhunderten machen in Luzern prominente Station. Wegen dem See vor den Fenstern, den Bergen dahinter, dem Pass über den Gotthard, der hinüber ins sonnige Italien führt. Luzern.
Luzern ist auch ein Schauplatz der Musik. Doch hier finden nicht nur die internationalen Musiktage mit ihren gepflegten Konzerten statt. Wenn sich im Vorort Triebschen der Konzertpianist Markus Marljewski an einen berühmt gewordenen Erard-Flügel setzt, spielt er an historischem Ort. Hier bringt mich kein Mensch wieder raus, soll Richard Wagner gesagt haben, als er im April 1866 das Biedermeierhaus in Triebschen bezog und doch nur 6 Jahre blieb. Eine Idylle auf Zeit, in der Wagner auch die Eindrücke der gewaltigen Naturkulisse seiner Umgebung verarbeitete. Später in Bayreuth schrieb Cosima Wagner: In Triebschen sah ich die Götterdämmerung emporwachsen. Ich empfand das Entstehen eines jeden Taktes mit. Und mit leidenschaftlicher Hingebung beobachtete ich das Werden des ungeheuren Werkes. Berühmt wurde auch das Siegfried-Idyll, das Wagner für Cosima zum 33. Geburtstag in Triebschen geschrieben hat. Seine Klänge finden Entsprechungen in optischen Eindrücken des Vierwaldstätter Sees am Fuße des St. Gotthard. Luzern Hauptbahnhof. Abfahrt Intercity nach Mailand. Chiasso, Mailand, Ventimiglianica. Abfahrt um 10.23 Uhr. Panoramawagen und Wagen erster Klasse im Sektor C. Speisewagen im Sektor D. Binario 3. Zu ihrer Eisenbahn haben die Schweizer ein geradezu leidenschaftliches Verhältnis. Das resultiert nicht nur aus dem Stolz auf die Kunst Schweizer Ingenieure. Unsere Eisenbahn ist auch ein philosophisches Werk und der Gotthard darin das wichtigste Theorem, behauptet der Soziologe Pietro Bellasi. Wie schon so oft nähert sich Lokführer Andreas Frey auch an diesem Morgen auf gewohnter Trasse dem Gotthard, der für ihn nichts Besonderes, nichts Mythisches hat. Ein Gebirge, ein Tunnel, länger als andere. Die Fahrt durch den Gotthard ist für ihn alltäglich und dauert zwischen 6 und 7 Minuten. Als sie noch dampften, sah die Sache härter aus. 40 Minuten dauerte die Bergfahrt von Norden nach Süden durch den großen Tunnel. In dieser Zeit musste der Heizer ca. 2 Tonnen Kohle ins Feuer schaufeln. Im Verkehrshaus Luzern wurden die stählernen Schönen von einst zu Protagonisten der Dampflokromantik, die am Gotthard nicht allzu lange dauerte. Bereits 1924, rund 40 Jahre nach Inbetriebnahme, wurde die zweigleisige Strecke elektrifiziert. Berühmt sind bis heute die Kehrtunnel, in denen sich der Zug in Serpentinen höher und höher windet. Da liegt die kleine weiße Kirche mal rechts und dann wieder links zur Fahrtrichtung. Das geschieht mehrere Male hintereinander, ehe der Zug auf das Niveau der Nordrampe des 15 Kilometer langen Tunnels zwischen Göschenen und Airolo geklettert ist. Bis zur Eröffnung des Simplon mit 19,8 Kilometern war der Gotthardtunnel der längste der Welt. 1872 bei Baubeginn stellte das Projekt eine ungeheure Herausforderung dar. Ein waghalsiges Unternehmen, das viele Rückschläge erlitt. Die Eisenbahn hat den Gotthard herausgefordert, sagten die Leute. Bis zu 3300 Tunnelarbeiter kämpften täglich bei 35 Grad gegen Schlamm- und Wassereinbrüche. Als 1882 die Gotthardbahn feierlich eingeweiht wurde, hatten 177 Arbeiter ihr Leben verloren.
Der Gotthard trennt zwei verschiedene Kulturen. Quer über seine eisigen Höcker verläuft die Grenze zwischen der Zentralschweiz und dem Tessin, dem südlichsten Kanton der Schweiz. Eine Sprach- und Mentalitätsgrenze. Schon früh suchten die Menschen nach Übergängen, nach Verbindungen, folgten den Pfaden der Hirten, die als Erste die Ängste vor dem heiligen Berg unterdrückten. Auch den Römern war der Passübergang bekannt, doch die wilde Unwegsamkeit des Geländes mit tiefen Schluchten und reißenden Bächen verhinderte jahrhundertelang eine systematische Nutzung. Am Gotthard begann die eigentliche Verkehrsgeschichte Mitte des 13. Jahrhunderts, als sich in den Tälern eine Art kollektives Transportwesen entwickelte. Die Säumer waren die ersten Spediteure. In kleinen Karawanen transportierten sie Reisende und Waren auf gefährlichen Saumpfaden über den Pass, der im heutigen Sinne noch keiner war. Ihr Transportmittel? Maultiere. Die steinigen Wege, waghalsigen Stege und Brücken sind heute nur noch vereinzelt begehbar. Am Gotthard ist die starke Natur noch immer ein Gegner der Technik. Einer der berühmtesten Reisenden auf den St. Gotthard war Johann Wolfgang Goethe. Dreimal war das Gebirge für ihn ein Reiseziel, nie ein Übergang. Das Merkwürdige dieser Gegend lockte ihn. Der Gotthard ist zwar nicht das höchste Gebirge in der Schweiz, schrieb er, doch behauptet er den Rang eines königlichen Gebirges über alle anderen, weil die größten Gebirgsketten bei ihm zusammenlaufen und sich an ihn lehnen. Hirten waren es, die sich am frühesten und weitesten in die geheimnisvolle Welt der Berge vorwagten. Heute, wo ihre kleinen Anwesen oft in Sichtweite von Straßen und Autobahnen liegen, leben sie immer noch in einer abgeschiedenen Welt, die sich im Rhythmus jahrhundertealter Rituale bewegt. Emma und Franz Kegi leben in halber Höhe zwischen dem St. Gotthard-Pass und Andermatt. Bei uns ist 8 Monate Winter und sonst kalt, sagen die beiden. Gegen 6 Uhr beginnt der Tag. Melken, Frühstück. Danach werden Sprimeli und die anderen auf die Weide an den Berghängen gebracht und Emma Kegi beginnt mit dem Käsen. Morgen für morgen, den Sommer lang. Mitte September geht's runter ins Ursener Tal, nach Andermatt. Ja, wenn er nicht mehr so weich ist, wenn er schon ein wenig hart wird. Ja, das ist ein guter. Einer, der gut an der Handelsstraße über den Gotthard verdient hat, war Franz Dominik Nager. Ende des 18. Jahrhunderts baute er eines der schönsten Häuser von Andermatt. Gepflegte Wohnkultur, in Holz gehalten. Heute ist das Haus des reichen Kaufmanns ein Museum, wo der Reisende viel vom Leben in den Tälern des Gotthard-Massivs erfährt. Das Ursener Talmuseum erzählt vom Leben der Menschen am Rande eines alten Weges, der heute in neue Zeiten führen soll. Andermatt im Ursener Tal, Kanton Uri. Die Stadt mit 1600 Einwohnern liegt 1400 Meter hoch, rund 600 Meter unterhalb des Scheitels des Gotthardpasses. 6 bis 7 Monate im Jahr endet hier die Straße über den Pass. Andermatt ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Schweizer Alpen. Gotthard, Furka und Oberalpstraße kreuzen sich hier. Nätschen und Gemstock locken Wintersportler aus aller Welt mit Pisten und Loipen. Wenn 600 Meter höher der Gotthard in eisiger Winterruhe erstarrt, herrscht in Andermatt Hochsaison.
Die Auffahrt zum Gemstock gehört zu den großen Erlebnissen einer Gotthardtour. Bei rund 3000 Metern Höhe geht die Sicht weit über den Pass, über das gesamte Massiv. Wäre da nicht der graue Talvogt, der die Hänge heraufkommt. Unberechenbar und je nach Laune hüllt die Biese die Berge in mystische Schleier. Die Passhöhe. 2108 Meter über dem Meer. Am Morgen ist die Biese von Norden her das Tal heraufgekommen, hat sich schwer und feucht über Felsen, Gebäude und Straße gelegt. Ein paar Kilometer südlich, im Tessin, scheint zur selben Zeit die Sonne. Der Gotthard ist eine Wetterscheide. Der Gotthardpass liegt jenseits der schweizerdeutschen Sprachgrenze. Die Menschen sprechen und fühlen hier Italienisch und ein Hauch von Süden durchdringt die Nebel aus dem Norden. Da lockt die Landschaft der Leventina, das Tal des Ticino, Bellinzona mit seinen Burgen. Weit dahinter erfüllt sich der Traum vom Süden, am Mittelmeer. Mit der Neuzeit begann in Europa auch der Abschied von den heiligen Bergen. Technik und das, was wir Zivilisation nennen, fegte die Götter von ihren Sitzen. Auch am Gotthard wurden die Wege breiter, fester. Die Anfänge der Station auf dem Pass liegen im Dunkeln. Hospiz gingen sicherlich von der Kirche aus. Ende des 17. Jahrhunderts verwalteten Kapuzinermönche des Klosters Faido im Tessin das Hospiz. Des kalten Wetters wegen bekamen die Padres die Sondergenehmigung, Schuhe zu tragen. Rund 4000 Reisende wurden damals alljährlich von den Kapuzinern aufgenommen. Später kam ein zweites Hospiz dazu, das von der Gemeinde Airolo verwaltet wurde. Im Nationalen Gotthardmuseum ist die Geschichte des Passes in einer Multimedia-Show dokumentiert. Immer mehr Händler und Arbeiter überqueren nun den Pass, sogar im harten Winter. Bei den Mönchen fanden meist die Armen Unterkunft, während die Wohlhabenderen gegenüber abstiegen. Kömmt der Arme des Abends an, so hat er Bewirtung und findet ein Bett zum Lager, hieß es im Reglement der Mönche. Ist er gesund und der Berg nicht sonderbar gefährlich, so kann er, wenn er erquickt ist, weitergehen und hat nichts mehr unentgeltlich zu beziehen. Über Gäste und Kosten wurde genau Buch geführt. Heute gibt es auf dem Pass keine Kapuziner mehr. Die Mönche sind nach Faido in ihr kleines Kloster zurückgekehrt, wo sie unter anderem eine Sportschule für Jugendliche betreuen. Die Beziehung zum Gotthard haben sie hinter sich gelassen. Die Kapuziner sind im 16. Jahrhundert aus Mailand gekommen, erzählt Padre Stefano Bronner. Zuerst haben sie ein Kloster in Altdorf gebaut, dann hier in Faido. Ursprünglich haben sie das Gotthard-Hospiz genutzt, um den Brüdern, die in die deutsche Schweiz wollten, die Reise zu erleichtern. Nach den Geboten der Barmherzigkeit haben sie dann auch unentgeltlich Reisende aufgenommen, Menschen in Bergnot.
Die ersten Brüder blieben meist nur 3 Monate. Sie litten unter der Kälte und konnten die Sprache nicht. Die Kapuziner haben den St. Gotthard 1830 wegen den Schwierigkeiten mit der französischen Armee, die das Hospiz geplündert hat, verlassen. 1841 hat uns die Regierung das Hospiz endgültig abgenommen. Das Nationale Gotthard-Museum dokumentiert die Geschichte der alten Handelsstraße über den Pass von den Anfängen hinter den Nebeln der Geschichte bis zum stark frequentierten Touristenziel, wo der Reisende außer der Natur nichts mehr unentgeltlich bekommt. 2 Restaurants, ein Hotel und das Museum werden nach den Spielregeln des modernen Tourismus präsentiert. Anreize sollen verlocken, auf dem Pass Station zu machen. Der Gotthard als Kriegsschauplatz ist eines der Museumsthemen. Ende des 18. Jahrhunderts begann für die Schweiz eine schwarze Zeit. Französische Revolutionstruppen trugen ihre Ideale nach Osten, bis an die Ränder der Alpen. Verbündete Russen und Österreicher zogen ihnen durch das Tessin Richtung Gotthard entgegen. Mit 25.000 Mann drängte General Suworow die Franzosen zurück. Mann gegen Mann wurde um die Brücke über die Schöllenenschlucht gekämpft. Zwar erreichte Suworow noch Altdorf am Vierwaldstätter See, doch sein Sieg brachte keinen Gewinn. Die Franzosen hatten ein paar Gefechte, nicht den Krieg verloren. An der Schöllenenschlucht erinnert ein Denkmal an Suworows Zug über die Alpen, der 15.000 russische Soldaten das Leben kostete. Das Gelände um das Denkmal gehört heute dem russischen Staat. Die Schöllenenschlucht bildete das gravierendste Hindernis bei der Erschließung des Passes. Als es Ende des 16. Jahrhunderts endlich gelang, eine Brücke über die Schlucht zu schlagen, glaubten die Menschen den Teufel im Spiel. Heute ist die Teufelsbrücke ein Touristenziel. Der Durchgangsverkehr führt in einer elegant gezogenen Geraden darüber hinweg. Nur die Wasserschleier der schäumenden Reuss erinnern daran, dass man jahrhundertelang von der stiebenden Brücke sprach. Das 20. Jahrhundert lässt den Verkehr ungehindert eskalieren. Man kennt die Gefahren, doch begegnet ihnen nicht. Längst hat der Gotthard seine Bedeutung als Hindernis verloren. Diese Schwierigkeiten wurden dann im letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert überwunden. Einerseits durch die neue Straße über den Pass, andererseits mit den beiden Tunnels, das heißt der Bahntunnel und der Autobahntunnel. Und die Zukunftssprache ist jetzt die neue Alpentransversale, die auch voraussichtlich am Gotthard gebaut wird. Ein ruhiger Herbstmorgen. Die Hochsaison ist vorbei. Während die Passstraße den Winter erwartet, sind die Tunnel bereits überlastet. Eine neue Transversale ist im Gespräch für die Eisenbahn. Wird sie gebaut, werden Hochgeschwindigkeitszüge mit mehr als 200 Stundenkilometern durch den Gotthard donnern. Auch für den Straßentunnel wird man sich was einfallen lassen müssen. Schon ein Jahr nach seiner Einweihung, 1980, hatte sich der Verkehr verdreifacht. Seitdem sind Spitzenzeiten mit 40.000 Autos pro Tag keine Seltenheit. Es ist abzusehen, dass auch der Straßentunnel, dessen Technik auch das Bild der Landschaft verändert hat, nicht mehr genügt. Letztes Jahr waren es über 6 Millionen Fahrzeuge. Und irgendwann wird es dann sicher so weit sein, dass der Tunnel die Frequenz nicht mehr verkraften kann. Kurz nach Göschenen ist es mit einem Schlag dunkel geworden. Man folgt den Lichtern des Vordermanns entlang der Mittellinie. Reflexe explodieren, wenn die Lichter des Gegenverkehrs die Frontscheibe treffen. 15 Kilometer lang ist die Welt ein finsterer Tunnel. Gebohrt von Norden und Süden. Auf halbem Weg hat man sich getroffen. Parallel zu den beiden Fahrbahnen der Servicetunnel. Ein Fluchtweg ans Licht.
50 kilometers per hour. That's 50 miles per hour while in the tunnel. Oben Granitgestein und ewiges Eis. Ein klarer Tag. Beißend strömt Luft über Gletscherspalten, deren Tiefe in mystischem Dunkel versinkt. Eis bewegt sich, wirft sich, staut sich. Eiswände stehen wie graue Marmorblöcke. Auch er muss hinab, in einen Tunnel. Täglich macht der Dammwächter Bernhard Mattli Kontrollgänge durch den Stollen des Damms. Der Göschner Alpsee ist ein Stausee, der 75 Millionen Kubikmeter fasst. Über Druckstollen und Druckleitung ins Tal gepumpt, treibt sein Wasser, zusammengeführt mit dem der Reuss, die Turbinen des zentralschweizerischen Kraftwerks in Göschenen. Wie jeder Speichersee füllt sich auch der Göschener Alpsee während der Sommermonate mit Schmelzwasser. Im Winter wird dann das gestaute Wasser zur Stromproduktion genutzt, der bis nach Luzern geführt wird und auch den Straßen- und Eisenbahntunnel vor der Haustür versorgt. Der Gotthard ist sein eigener Energielieferant. Dort, wo sich heute das Gletscherwasser hinter der Mauer staut, standen einst die Häuser von Gwürscht. Da der See die Hälfte des Tales beansprucht, sind Menschen, Wiesen und Häuser ein Stück nach vorne gerückt. Gwürscht ist eine kleine Gemeinde, ein Weiler mit 40 Einwohnern, die fast alle denselben Namen tragen. Der Dammwärter heißt Mattli, der Bergführer, der Bauer, natürlich auch die Kinder. Und der Wirt, bei dem sich am Sonntagmorgen nach dem Kirchgang die Gemeinde trifft. Dann sind die Mattli-Familien meist unter sich. Außerhalb der Touristensaison kommen nur wenig Besucher die Straße von Göschenen herauf, um noch ein paar Fotos vom grün-blauen Stausee in Gwürscht Rösti Spezial zu probieren. Wenn in einer Gemeinschaft die Kinder fehlen, fehlt ein Stück der Gemeinschaft, meint Alice Mattli, die Frau des Wirts. Im Winter, wenn die Straße zuschneit oder Lawinen die Göschner Alb bedrohen, unterrichtet sie die Kinder, denen der Weg zur Schule versperrt ist. Mythos und Idylle der Bergwelt haben nicht nur Musiker gereizt. Zu allen Zeiten haben sie auch Maler zu stimmungsvollen Landschaften inspiriert. Walter Küng ist einer der Schweizer Naturmaler, die sich unbeirrt gegen alle zeitgenössischen Kunstströmungen gestemmt haben und im naturgetreuen Abbilden ihre künstlerische Bestimmung sahen. Landschaften, sagt Walter Küng, Berge, Seen und Flüsse können nie langweilig sein. Für mich ist die Natur das große Thema der Kunst. Sie kann man dem mythischen Dunkel des Berges entreißen, wenn man sich auskennt, sie findet. Seit Jahrhunderten werden am St. Gotthard Kristalle gesucht.
Rauchquarze und helle Bergkristalle. Carlo Peter Posten, der Direktor des Gotthard-Museums, ist ein bekannter Mineraloge und Strahler, Kristallsucher. Wenn sie ganz, ganz durchsichtig sind, dann kann man vielleicht etwas daraus schleifen. Halbedelsteine. Aber es ist nicht an sich für die Industrie oder für die Edelsteine sind nicht so wertvoll. Es ist mehr für Sammler. Rund um die Albert-Heim-Hütte eine Welt reduzierter Geräusche. Der Wind treibt sich an den Felsen, bewegt launisch ein paar Gräser und beißt in die Haut von Gesicht und Händen. Wie aufgekommen, so auch abgeklungen. Plötzlich, für ein paar Minuten, das Reich der Stille. Dann bröckelt irgendwo Gestein. Ein Vogel hinter Felsen verborgen schreit. 2545 Meter über dem Meer liegt die Albert-Heim-Hütte vor einer gewaltigen Steinkulisse. Der Gotthard ist ein Gefilde romantischer Verzauberungen für Wanderer und Bergsteiger. Rudolf Kollers Gotthard-Post von 1873 ist eines der berühmtesten Bilder der Gebirgsmalerei. Stagecoach, denkt man. Doch John Fords berühmter Film spielt tausende Kilometer entfernt. Nur der Rausch der Geschwindigkeit wird ähnlich dargestellt und ist frei erfunden. Die jährlich 60.000 Reisenden, die damals die Postkutsche zwischen Andermatt und Airolo benutzten, sollen, nach Aussagen von Zeitgenossen, in der Regel bequem und sicher angekommen sein. In der Regel. Auch das hat sich gründlich geändert. Nicht das sichere Ankommen, die Postkutsche. Die kommt heute nur noch einmal am Tag von Andermatt herauf. Im Sommer mit festgebuchten Fahrgästen, denen Nostalgie ein paar hundert Franken wert ist. Nach der Mittagspause auf dem Pass geht's runter nach Airolo. Langsam durch die Kurven der Tremola, unter deren Windungen und Schleifen man keine Tunnelgrade vermutet. Im Großen und Ganzen war es mit der Postkutsche vorbei, als sich die ersten Automobile die Passstraßen hinaufquälten. Wie die Bergsteiger, so wollten auch die Autobesitzer nach oben, auf die Berge. Mit Passfahrten konnte man renommieren, selbst wenn ein Motor die sportliche Leistung erbrachte. Zum Busverkehr über den Gotthard war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Die Post wird seit dem 21.12.1881 mit der Bahn durch den Tunnel befördert. Mit Zug, Bus oder Auto durch grandiose Landschaften. Das kann wie Kino sein. Die Fahrt mit dem Postbus über den St. Gotthard vermittelt solche Eindrücke. An schönen Tagen. Hoch über dem Dunkel des Tunnels führt die Nationalstraße 2 in hypereleganten Kurven ins Tal, nach Airolo, wo die Autobahn aus dem Tunnel schießt und die Tremola nach einer letzten Windung dazustößt. Eine Straßenkreuzung großer Verkehrsgeschichte. Die Eisenbahn fährt mittendurch. Eine Transitroute wie der Gotthard hat strategische Bedeutung. Eine Wichtigkeit, die sich nach der politischen Lage der Anrainerstaaten richtet. Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu ersten Planungen eines befestigten Zentralraums im Inneren der Schweiz.
Diese Alpenfestung schloss den Gotthard mit ein. Das Fort von Airolo, heute Festungsmuseum, war ein wichtiger Baustein dieser Mammutfestung. Ein Waffenplatz, wie die Schweizer sagen. Ob Sonnenschein lacht, ob der Sturmwind braust, wir halten die Waffe in wehrstarker Faust. Wir schützen den Gotthard fürs Schweizerland. Wir hüten und hegen dies Freiheitspfand. Martialische Verse aus einer Zeit, deren Geist, Empfinden und Attribute heute in Museen ausgestellt werden. Der St. Gotthard ist ein Symbol des Widerstandes und des Kampfes für die Unabhängigkeit der Schweiz. Bis heute wird dieses Symbol gepflegt. Im Spätsommer 1996 wurde in Airolo einer der größten Kasernenbauten Europas eingeweiht. Das geschah heiter und beschwingt, im Rhythmus populärer Melodien. Die Motivation für das Millionenprojekt ist ernsteren Ursprungs, liegt über 100 Jahre zurück. Die Worte von Bundesrat Adolf Ogi scheinen aus einer fernen Zeit. Dann haben wir, meine Damen und Herren, die Gotthardfestung gebaut und sind hier verschont geblieben. Mussolini baute die wie ein Drohfinger auf das Herz der Schweiz zielende Straße auf den Pass San Giacomo. Für den Tourismus natürlich. Wir haben es ihm nicht geglaubt und das hat uns gerettet. Der Gotthard ist noch immer Festung und Manöverplatz. Im Sommer erprobt die Artillerie die Treffsicherheit und Feuerkraft ihrer Haubitzen. Schießt in die Eisfelder der Gletscher. Die Bahnen der Leuchtspurgeschosse am nächtlichen Himmel sind Touristenattraktion. Viele Züge fahren durch, die Autos auch. Eigentlich hat Airolo das nicht verdient, denn es ist ein hübsches Städtchen am Fuß des Gotthard, am Anfang der Leventina. Doch ab hier sind viele schon dem Süden verfallen und es kann nicht schnell genug gehen, voranzukommen. So mancher Reisende verweigert sich einem Augenblick der Besinnung vor dem Denkmal für die Arbeiter des Eisenbahntunnels. Wir erinnern uns. 177 von ihnen haben den Fortschritt mit ihrem Leben bezahlt. Vor über 100 Jahren. Dort, wo der Ticino endgültig den Gotthard hinter sich lässt und begleitet vom Durchgangsverkehr nach Süden fließt, wird an den Berghängen Granit abgebaut. Zwischen Faido und Bellinzona reihen sich die Steinbrüche, fressen sich Bagger ins harte Gestein, aus dem Treppenstufen, Grabkreuze, Tische und vieles mehr zugeschnitten werden. Die Touristen aus dem kalten Norden kümmert's wenig. Vor ihnen liegen Mailand, Florenz, Rom. Auf der Südseite des St. Gotthard kommt der Herbst später als auf der Nordseite. Oben auf dem Pass, 2108 Meter über dem Meer, kommt der Winter früher als anderswo. Und der alte Weg zur neuen Zeit wird für Monate gesperrt.
dann ist die Straße zwischen Andermatt und Airolo für Monate unterbrochen. Das Leben zieht sich in die Täler zurück und im Schnee werden manchmal neue Mythen geboren.